Bahnhof jetzt sofort eröffne. Rein schuldhafte Verzögerung bei dem schönen heißen Wetter. Hat schon mal eine Runde Wasser gegeben, das ist durchaus auch symbolisch. Mein Name ist Franz Scheidl, ich begrüße euch herzlich zur 38. Mahnwache Atomkraft, nein Dank, in Langen. Schön, dass ihr alle da seid, dass in der Ferienzeit und bei diesem doch sehr heißen Wetter. Ja, also wollen wir euch auch nicht so lange machen, danke, ich würde uns kurz tun, obwohl ich denke, wenn man die Lage realistisch einschätzt, müsste es eigentlich von Schlagzeilen wimmeln, die sich auf die Situation in Fukushima beziehen. Aber man liest nichts davon. Enrique. Das Problem hat was mit dem zu tun, was ich gerade ausgegeben habe, nämlich mit Wasser. Wasser, das jetzt unkontrolliert in den Pazifik fließt, was ja bisher von TEPCO immer geleugnet wurde. Aber vor zwei Tagen hat es in der Region wieder ein Erdbeben gegeben. Zwar nicht so stark wie das vom 11. März 2011, aber natürlich bleibt sowas nie ohne Folgen. Und die allgemeine Problematik, die ja seit dem 11. März existiert, ist schlimmer geworden, denn die abgebrannten Brennelemente und auch die neuen Brennelemente müssen ständig gekühlt werden. Und das Kühlsystem ist ja in allen diesen Reaktoren zusammengebrochen. Also was hat man gemacht? Man hat Meerwasser draufgeschüttet, es hat zu vielen Problemen geführt. Mittlerweile ist es so, dass das Grundwasser nicht mehr gehalten werden kann, dass also Mengen, Tausende von Tonnen von Wasser gelagert worden sind, aber alles das nicht ausreicht und das Wasser ungehindert ins Meer fließt. Es sind Werte von radioaktiven Cäsium gemessen worden, die über das 90-fache liegen von den zulässigen Höchstwerten. Also die Situation ist höchst kritisch. Eine kritische Öffentlichkeit würde auch darüber sicher sehr viel mehr berichten, als das hierzulande von heute zu Tage der Fall ist. Man ist zur Tagesordnung übergegangen. Genau das, was wir befürchtet haben, was relativ bald eintreten würde, wenn nicht wir die engagierten Bürger, gemeinsam gegen diesen Wahnsinn auf die Straße gehen würden. Deswegen lasst uns das auch weiter tun. Das ist wichtig, das ist richtig und unsere Forderung, die da lautet, die auch lautet heißt: Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Die Zwangsabschaltung in Japan ist das eine, der Atomausstieg bei uns in Deutschland ist das andere. Es gibt auch zu diesem Thema durchaus aktuelle Meldungen. Ich gehe jetzt mal in Richtung Bayern. Bayern ist kein Ausland. Bayern hat sich ja auch in Person seines Ministerpräsidenten Horst Seehofer nach dem 11. März 2011 sehr vehement für den Atomausstieg ausgesprochen, hat in dankenswerter Klarheit gesagt, wie gefährlich das mit den Atomkraftwerken ist. Ja, und hat Bayern sozusagen auch zum Vorreiter stilisieren wollen. Die Realität sieht allerdings etwas anders aus. Im Moment gibt es Bestrebungen der Konzerne RWE und E.ON, die gemeinsam das Kernkraftwerk in Gundremmingen betreiben, dieses Kernkraftwerk für die Restlaufzeit nochmal so richtig aufzupulvern. Das heißt, die Leistung dieses Atomkraftwerks zu steigern. Das heißt, die Menge an Atomstrom zu steigern. Das heißt, den radioaktiven Abfall zu steigern. Und was macht die bayerische Landesregierung? Nichts. Nein, die werden das genehmigen. Sie haben es eigentlich schon genehmigt. Sie haben schon Anträge gestellt bei den Bundesbehörden. Allerdings, kritische Journalisten, die das hinterfragen, werden sozusagen stillgestellt. Denen gibt man keine Antworten. Mit denen spricht man überhaupt nicht.
Fakt ist, dass Gundremmingen eines der ältesten AKWs ist und dass dieses AKW vom Typ-7-Wasserreaktor auch zu den gefährlichsten Typen gehört, so wie das in Fukushima. Also anstatt das mit den anderen abzuschalten, geht man hin und versucht, RWE und E.ON nochmal einen zusätzlichen Extra-Profit zukommen zu lassen, der sich immerhin auf die stolze Summe, wenn das wirklich umgesetzt wird, von immerhin 90 Millionen Euro belaufen wird, wenn das klarkommt. Wobei nicht klar ist, wie hoch der Preis für diesen Extra-Profit sein wird. Denn Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass es alles andere als gut ist, hier jetzt die Kapazität zu steigern, weil die Gefahren eines Unfalls um ein Vielfaches wachsen. Deswegen denke ich, sollten wir das in unseren Protest auf jeden Fall mit einbeziehen. Also Gundremmingen gehört zu den ersten, die jetzt geschlossen werden müssten und nicht hochgefahren. Dafür sollten wir alle gemeinsam eintreten. Auch da gilt nur eins. Abschalten! 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 Ja, das hat mich auch mal ein bisschen neugierig gemacht, weil man geht ja immer davon aus, das ist alles weit weg. Und dann habe ich mal Suchanfragen in Google gestellt. Ich nehme an, dass jetzt die NSA aufgrund meiner Suchabfragen mich auch für den höchst verdächtigen Typ hält. Ich habe nämlich mal abgefragt, Atomkraftwerksstandorte, die man so als Fußgänger erreichen kann. Da sind es bis Biblis 40 Kilometer. Das ist uns ja noch bekannt. Und wie gesagt, es ist zwar abgeschaltet, aber da es ja wie ein Zwischenlager funktioniert, ist es ja nach wie vor gefährlich, nämlich immer dann, wenn es nicht gekühlt werden kann, haben wir dieselbe Problematik, über die ich vorhin über Fukushima gesprochen habe. Dann haben wir in nur 100 Kilometer Entfernung das Kraftwerk in Philippsburg. Bis nach Cattenau in Frankreich sind es auch nur 210 Kilometer. Ich habe immer den Weg als Fußgänger gewählt, weil das ist etwa die Luftlinie. Wenn man mit dem Auto fährt, sieht es aus, als wenn es ein bisschen weiter weg. Auch nach Fessenheim sind es nur 270 Kilometer. Auch Frankreich, aber wir können auch in die andere Richtung fahren, nach Norden. Die Atomfabrik, Uranfabrik in Brohnde sind ebenfalls 270 Kilometer. Vergessen habe ich noch Neckar-Westheim mit 130. Das ist sozusagen das drittnächste Objekt. Und dann folgen etwas weiter weg die das geplante Endlager und Zwischenlager in Dorleben. Das Kraftwerk in Tschechien, in Temelin, was auch nur 480 Kilometer weg ist. Und last but not least, der 10. in der Runde wäre dann Brockdorf mit auch nur 500 Kilometer Entfernung. Jetzt ist ja Deutschland eh nicht so groß, die Entfernungen sind alle nicht so weit. Und die Radioaktivität kennt weder Grenzen noch Entfernungen. Ja? Und das Schlimme daran ist, man hört es nicht, sieht es nicht, riecht es nicht. Es verbreitet sich nicht etwa in dem Sinne gleichmäßig um irgendeinen Punkt herum, sondern es reichert sich an bestimmten Stellen an. Und es kann sein, dass so eine Stelle, ich sage es jetzt mal ganz krass, hier wo wir stehen, ist gar nichts. Und 200 Meter weiter ist ein radioaktiver Hotspot. Unterscheiden würden sich diese Punkte überhaupt nicht. Außer in dem, wenn du auf den anderen Punkt gehst, bist du dieser Strahlung ausgesetzt. Das ist das, was für die Japaner auch so schwer zu ertragen ist und wo sie unsere volle Unterstützung brauchen. Und wir hoffen mit ihnen, dass das, was sich hier abzeichnet an Dramatik, dass es nicht noch schlimmer wird, wobei zu befürchten steht, dass das nichts aufhalten kann. Denn der Block 4 dieses Kraftwerks in Fukushima beginnt in den Boden zu sinken. Die Brennstäbe, die gelagert sind, gerade in dem Viererkomplex, sind das über 1500.
da war ja die Kühlung komplett zerstört, werden nur notdürftig gekühlt. Das heißt, gerade da ist die Gefahr am größten, dass es nochmal zu einem heftigen Ausbruch sozusagen kommt. Und dann sieht die Situation völlig anders aus, als auch nur nach dem 11. März 2011. Ja, ich denke, all das ist Grund genug, sich hier zu versammeln, nicht nur hier in Langen, sondern überall, und das wach zu halten, wie die japanische Anti-AKW-Bewegung, die durchaus lebendig ist, die durchaus Woche für Woche auf die Straße geht und wo nicht mehr nur Hunderte, sondern Tausende und Zehntausende auf die Straße gehen. Auch wenn die Japaner jetzt gerade ihre Regierung wieder bestätigt haben, diese konservative Regierung, die Atomkraft weiter betreiben will. Also ich denke, wenn muss das Volk das selber machen. Es braucht unabhängige Ärzte und Wissenschaftler, die tatsächlich auch die Fakten erheben und die Menschen schützen. Und die Menschen, das sind insbesondere auch die Kinder. Wie sich herausgestellt hat, haben schon sehr viele Kinder in der Region Fukushima große Schwierigkeiten, Schilddrüsenerkrankungen und Vorstadien von Krebs, wo man nur hoffen kann, weil die Kinder, die am anfälligsten sind, weil sich genau da die Radioaktivität auch ansammelt, dass man die aus dieser Gegend wegschafft. Nur das alles ist ganz schwer zu bewerkstelligen und es geht gegen eine mafiöse Struktur von Regierung und Atomfirmen, die nach wie vor großen Einfluss in der japanischen Gesellschaft haben. Deswegen denke ich, kommt es auch bei uns ein Stück weit darauf an, wie sich die politische Lage weiterentwickelt. Ich denke, der 22. September mit Landtags- und Bundestagswahl ist schon auch ein wichtiges Datum, weil es ist erkennbar, dass Schwarz-Gelb auch einen Rückzieher vom Rückzieher vom Rückzieher zu machen bereit ist und im Zweifelsfall mit dem Thema Strompreis und Versorgungssicherheit bereit und in der Lage ist, an der letzten Entscheidung nochmal wieder zu drehen, nicht nur Kapazitäten zu erhöhen, sondern auch Atomstrom länger, wenn das profitabel ist, länger laufen zu lassen. Ich glaube, auf dieser Seite gibt es in der Frage überhaupt keine Hemmung. Deswegen denke ich, sollten wir für uns das tun und den Parteien den Vorzug geben, die auch tatsächlich dagegen angehen. Ich freue mich über jeden Christdemokraten, der sagt, ich will keine Atomkraft. Ich freue mich auch über jeden FDPler, der das sagt. Aber eigentlich ist er, glaube ich, hat er eine schwierige Position in seiner Partei. Und ich denke, wir müssen uns als Atomkraftgegner über diese politischen Grenzen hinweg auch zusammentun. Aber die politischen Verhältnisse dafür schaffen, dass es hier kein Zurück mehr gibt. So, jetzt bin ich auch ein bisschen ausgetrocknet, brauche noch ein bisschen Wasser, jetzt geht es mir wie in Fukushima, aber es ist noch ein Vorrat da und wer noch was nachhaben will, es gibt noch Wasser. Falls noch jemand was braucht, gibt es noch Wasser. Hallo, Uli. Weil bevor wir die Mahnwache beschließen, möchte ich auf jeden Fall auf eines noch hinweisen. Das hat ja Frau Dr. Dörde-Siedentopf schon gemacht beim letzten Mal. Es gibt eine Aktion am jetzigen Wochenende in Büschel, an der Mosel, am Hunsrück, gegen Atomwaffen. Weil Atomwaffen und Atomkraftwerke, das hängt eng zusammen. Wir hätten gar keine Atomkraftwerke, wenn das Militär nicht Atomwaffen gebraucht und gewollt hätte. Denn diese Produktion ist in
erster Linie auch dafür da, dass Atomwaffen produziert werden können. Wer also Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, am Samstag und Sonntag in Büschel mit zu demonstrieren. Und am Montag auch noch? Ach, Sonntag und Montag, Entschuldigung. Aber es hat schon begonnen, die Aktionen laufen also schon, gibt da ein Camp. Da soll über 24 Stunden ein Atomwaffenlager blockiert werden. Wer Interesse hat, nach Büschel mitzufahren, kann gern bei Immo oder Karel zu Rombach anrufen. Telefonnummern sind, glaube ich, bekannt im Internet. Bei Bye Bye Biblis auf der Internetseite auch zu finden oder sich jetzt direkt auch mal melden. Das wird bestimmt eine wichtige Aktion von der IPPNW und ich denke, dass auch das verdient unsere volle Unterstützung. Dann hätte ich noch einen Hinweis und auch ganz wichtig, da haben wir immer wieder darüber gesprochen, das eine ist der Atomausstieg und das andere ist die Wende hin zu einer Energieform, hin zu einer dezentralen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Der Verein Bye Bye Biblis Energiewende in der Region veranstaltet am 14. und 15. September in der Bürgerhaus Dreieich-Stremplingen zum zweiten Mal seine Messe Regio Energie Dreieich 2013. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, weil ich denke, es gibt viel zu tun und auch viele Möglichkeiten, wie man die Energiewende unterstützen kann. Die verschiedensten Energieformen, die verschiedensten Maßnahmen, die man als Hausbesitzer, als Mieter, als Stromkunde, als Bürger ergreifen kann. Zu all dem gibt es Informationen. Unter anderem, denke ich, wird auch die Bürgerenergiegenossenschaft Dreieich Toren zur Solaranlage in Buchschlag an der alten Mülldeponie durchführen. Das könnte für alle interessant sein. Wir werden viele Vorträge haben. Wir haben am Samstagabend, den 14. September, eine Podiumsdiskussion. Und für die politisch Interessierten gibt es am Sonntagmorgen um 11 Uhr einen politischen Frühschoppen mit den energiepolitischen Sprechern der im Landtag vertretenen Parteien auf Landesebene. Ich denke, da lohnt es sich mal hinzugehen, vielleicht auch selber mal Flagge zu zeigen und den Politikern auch was aufzusagen, was man von welchen Maßnahmen hält und wie wir das mit der Energiewende sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr zu all diesen Veranstaltungen sehr zahlreich kommt, ladet Freunde und Bekannte ein, wird dazu noch sicher eine Reihe von Materialien geben. Hier gibt es die ersten Plakate, kann gern jeder auch mal eins mitnehmen und vielleicht bei sich irgendwo aufhängen. Wer Lust hat, wird bestimmt eine interessante Veranstaltung. Ja, so weit von meiner Seite. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was zu sagen wäre am heutigen Abend, weil ich denke, Zeit ist kostbar und man soll die auch für die richtigen Dinge verwenden. Wenn also keine sehr wichtigen Beiträge jetzt mehr kommen, dann können wir noch jeder einen Schluck Wasser nehmen. Und ansonsten würde ich diese 38. Mahnwache hier bei herrlichstem Sonnenschein wieder mal gerne beenden. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Bleibt bei eurem Kampf gegen die Atomkraft. Kommt wieder, bringt Freunde mit. Das Prinzip Lästigkeit ist einfach wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg. Schön, dass ihr da wart und kommt alle wieder. Schönen Abend noch. Das haben wir schon mal.